Schalke erobert Europa. Benedikt Höwedes, ein königsblauer Musterknabe. Im Club seit er 13 ist, so einen haben sie besonders gern. 2009 U21 Europameister. Im Mittelpunkt. Auf der Erlebnisbühne Schalke. Und schon ist er da, hier ist Benedikt Höwedes. Herzlich willkommen. Bitte. So schnell geht das, ne? Ja, unglaublich. Eben noch Bremen, jetzt durch den Nebel hier in Mainz aufgetaucht. Erstmal Gratulation zu einer tollen Woche und zum Erreichen der Champions League. Danke. Wirklich super. Top 4 in Europa, Benedikt Höwedes. Super. Danke. Wenn man so eine Woche hinter sich gebracht hat, wenn man so ein tolles Spiel hinter sich gebracht hat, wenn man also sichergestellt hat, dass man jetzt im Halbfinale ist, wie schwierig ist das, sich dann wieder so auf den Alltag einzustellen? Also heute bei Werder Bremen, zumal in der Bundesliga man ja so im neutralen Mittelfeld ist, da geht nichts mehr nach oben und nichts nach unten. Ja, ich denke, das ist richtig, aber ich denke auch vor allen Dingen in der Bundesliga kann man sich nochmal das nötige Selbstvertrauen auch für die Champions League, für die schwierigen Wochen, die nochmal jetzt anstehen, holen. Und ich denke, wir haben heute in Bremen ein ordentliches Spiel abgeliefert, vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit vielleicht ja, die eine oder andere gute Chance noch liegen lassen. Vielleicht wäre auch sogar noch mehr drin gewesen, aber ich denke, letztendlich können wir relativ zufrieden sein mit der Leistung. Gesehen, gerade nach den Spielen, natürlich auch im Hinspiel schon, nach dem 5:2, dass da so richtig so ein Ventil aufgegangen ist. War das mehr als nur auf die Champions League bezogen? War das so eine Befreiung auch der gesamten Saison, die Befreiung von einem Trainer, mit dem man in dieser Saison nicht ganz so gut zurechtgekommen ist? Gut, ich denke, wir stehen im Pokalfinale. Das ist erstmal, denke ich, zu nennen. Das ist schon ein ganz toller Erfolg für uns. Dass wir, ja, das Finale wollen wir natürlich auch erstmal gewinnen. Zudem standen wir schon im Viertelfinale. Das war auch schon ein großartiger Erfolg. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass man in der Bundesliga absolut hinter den Erwartungen zurückliegt. Und ich denke, in der Champions League gegen Inter Mailand haben wir den Titelverteidiger vor der Brust gehabt. Und wir haben wirklich zwei ganz hervorragende Spiele abgeliefert, wo wir vielleicht sogar ein bisschen über uns hinausgewachsen sind und ja, jetzt aber absolut verdient im Halbfinale. Aber nochmal die Frage, war das so eine Befreiung, dass man sich gesagt hat, ach, jetzt läuft das, der Schleifer ist weg und oh, du kannst wieder spielen? Nein, ich mache das nicht davon abhängig. Natürlich haben wir jetzt mit dem Trainer Ralf Rangnick jemanden, der viel auch auf die Spieler zugeht, der den Spielern Selbstvertrauen gibt. Gerade auch zu nennen, denke ich, Alexander Baumjörn, der unter dem alten Trainer nicht ganz so viel Einsatzzeiten bekommen hat. Sapai auch. Und ich denke, vor allen Dingen auch Baumjörn hat jetzt wirklich richtig hervorragende Leistung gebracht. Und ja, ich denke, da spielt der Trainer natürlich auch eine Rolle. Haben Sie schon Unterschiede genannt. Gleichwohl profitiert man denn auch von Felix Magath, der ja immerhin die Mannschaft dahin gebracht hat, wo sie ist, auch ins Pokalfinale. Profitiert man schon auch noch ein bisschen von dem Stehvermögen, von der Kraft, von der Kondition, dem Laufvermögen? Ja, selbstverständlich. Ich möchte überhaupt nicht alles schlecht reden. Ich habe vorhin schon angesprochen, wir stehen im Pokalfinale. Das war ein großer Erfolg. Wir standen damals noch im Viertelfinale. Also wir hatten nicht nur Misserfolge in dieser Saison. Natürlich hinkte man in der Bundesliga-Saison zurück, aber ich denke, der Trainer hat nicht alles falsch gemacht. Wie erleichtert ist man im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr mit Medizinbällen? Man darf auch wieder trinken, hörte ich im Training. Es wird wieder Billard gespielt zwischen den Trainingseinheiten. Also die Menschenrechtskommission braucht nicht mehr zu kommen zu Schalke 04. Man hört ja wahre Horrordinger. Ein Klima der Angst, ist das übertrieben oder ist da schon was dran? Ja, das ist, denke ich, schon übertrieben. Aber wie gesagt, der Trainer im Moment setzt natürlich auf den Faktor Spaß. Natürlich, Fußball muss Spaß machen. Ja. Es muss Leidenschaft auf dem Platz zu sehen sein und das vermittelt er uns natürlich. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da ging es um ein Pokalspiel, da fragte ich einen Kollegen von Ihnen, habe den Namen jetzt vergessen, sag mal, ist denn die Gefahr da, dass man den Gegner unterschätzt? Dann sagte der zu mir, bei uns würde niemand den Gegner unterschätzen. Wenn wir verlieren, haben wir drei Scheißtage bei Magath, das will keiner. Trifft es das ziemlich genau? Ja, wenn wir nicht gewonnen haben, dann gab es mit Sicherheit schon mal die eine oder andere härtere Laufeinheit. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit, denke ich, und wir sollten jetzt über die Zukunft sprechen. Jetzt guckt man nach vorne und hat die Ziele
Pokal und hat vor allen Dingen auch die Champions League. Der nächste Gegner ist Manchester United. Das ist ein dicker Brocken. Ja? Ja, selbstverständlich. Aber das war mit Inter Mailand mit Sicherheit auch so. Das war auch der Titelverteidiger. Vielleicht haben sie uns auch im Hinspiel ein bisschen unterschätzt. Aber ich denke, wir haben ganz hervorragendes Spiel erstmal im Hinspiel gemacht. Und dann wussten wir spätestens zum Rückspiel, was wir drauf haben. Und ich denke, Manchester wird jetzt gewarnt sein vor uns. Aber ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir sind natürlich klare Außenseiter in diesem Spiel. Aber ich denke, wir sind nicht ohne Chancen. Auch das geht. Es könnte ja doch noch eine Top-Saison sein. Können Sie uns erklären, warum Schalke 04 diese unterschiedlichen Gesichter hat? Also wenn man mit Schalke-Fans auch spricht, dann sagen sie sich, das haben wir noch nie erlebt, dass eine Mannschaft in der Champions League so toll spielt und im Alltag nicht. Ein Parameter zum Beispiel, es gibt ja viele Statistiken, aber eins, die Mannschaft hat in der Liga noch nie einen Rückstand in einen Sieg umgemünzt. Aber in der Champions League und im Pokal hat sie es geschafft. Gut, wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann hätten wir das vielleicht wahrscheinlich schon geändert, auch in der Bundesliga. Aber dem ist nun mal so. Aber wie gesagt, wir können diese Saison, die vor allen Dingen in der Bundesliga bislang noch nicht so gut gelaufen ist, trotz alledem krönen, indem wir das Pokalfinale gewinnen und vielleicht noch in der Champions League einiges möglich machen. Sie sind mit 13 Jahren zum FC Schalke 04 gekommen. Sie kommen aus Haltern. Aus dem Ort kommt im Übrigen auch Ihr Partner in der Innenverteidigung, Christoph Metzelder. Der hat sich damals für Dortmund entschieden. Sie für Schalke. Was war der Grund? Er war auch im ersten Jahr auf Schalke. So ist es nicht. Also ich glaube, in der B-Jugend hat er ein Jahr auf Schalke gespielt. Preußen-Münster erst und dann, ist er über Preußen-Münster nach Dortmund gelangt. Aber gut, das sind Wege, die haben sich vielleicht ein bisschen unterschieden. Aber letztendlich trifft man sich dann auf Schalke. Aber warum Sie für Schalke? Ja, was macht Schalke so speziell? Was hat möglicherweise auch Felix Magath unterschätzt bei diesem Kultclub? Ich denke, was ganz Leidenschaftliches auf Schalke ist, ist die Fankultur. Das ist einfach einzigartig. Und man hat es vor allen Dingen jetzt auch in den Champions League-Wochen wieder gesehen, wo es einfach wieder gut lief, wo die Mannschaft Leidenschaft auf dem Platz gezeigt hat. Und man sieht einfach, was für eine Euphorie da einfach auch bei den Fans wieder hochkommt. Und das ist ein Traum, einfach auf dem Platz stehen zu dürfen und da Fußball spielen zu dürfen. Und Traum wäre es natürlich, Deutscher Meister zu werden. Ne? Vor 2 Jahren wurden Sie mal gefragt, was ist Ihnen lieber, Deutscher Meister oder Champions League? Und so haben Sie geantwortet. Entweder Meister oder Champions League Sieger. Deutscher Meister, da wir schon sehr lange drauf warten. Wirklich, das habt ihr auch lange Zeit her rausgekramt. Ja, das ist alles dokumentiert, das wird einem irgendwann vorgehalten. Und ist das immer noch so? In dieser Saison nicht, nehme ich mal. In dieser Saison würde ich natürlich lieber die Champions League wählen, aber natürlich besteht immer der Traum, auch irgendwann mal Deutscher Meister zu werden mit dem FC. Sie waren Deutscher Meister schon mit Schalke, und zwar im Endspiel gegen Bayern München. Richtig. Auch nicht so. Sie waren Europameister, U21-Europameister. Sie sind damals mit der Nationalmannschaft überhaupt erst nach Schweden gekommen, weil Sie das entscheidende Tor in der Qualifikation geschossen haben. Jetzt fragt sich jeder, warum spielt er nicht in der Nationalmannschaft? Muss ich das jetzt beantworten? Ja, natürlich. Ich weiß es nicht. Also mit Sicherheit hatte ich zu Beginn der Hinrunde ein paar Schwankungen drin in meinen Leistungen. Aber ich denke, vor allen Dingen in den letzten Spielen der Hinrunde und vor allen Dingen auch die komplette Rückrunde spiele ich, denke ich, oder absolviere ich eigentlich sehr ordentliche Spiele, sehr gute Spiele. Und jetzt werden wir sehen. Gut, die Konkurrenz ist groß. Kann es sein, dass es am Stil liegt? Kann es sein, dass der Stil bei Felix Magath, die Spielstrategie, gegen die Pläne Nationalmannschaft liefen und dass Ihnen Ralf Rangnicks Strategie jetzt entgegenkommt, nach dem Motto, schneller hinten rausspielen, also all das, was Jogi Löw auch bevorzugt, kann das sein? Ja gut, der Trainer jetzt bevorzugt natürlich das schnelle Spiel nach vorne, Sie haben es richtig erwähnt, mutigen Offensivfußball, und ich denke, das wird auch in der Nationalmannschaft praktiziert und ich denke, das kann mir da nur zugutekommen. Und das ist ja gut, wenn man dann mit einem Torwart wie Manuel Neuer zum Beispiel bestens eingespielt ist. Wir haben ihn mal gefragt, was er denn so zu Ihnen zu sagen hat. Das ist ganz interessant. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft. Er pusht jeden einzelnen Spieler nach vorne und er ist gar nicht mehr wegzudenken. Offenbar spielen Sie sehr gerne mit ihm, im nächsten Jahr auch noch im gleichen Verein. Ja, ich denke, dass wir immer zusammenspielen werden. Die Farbe des Trikots? Die weiß ich nicht. Ich wechsle ja immer mein Trikot. Mal habe ich ein rotes an, ein weißes, dann habe ich wieder ein schwarzes oder ein grünes. Das kann man nie sagen. Danke. Ich meine, so kann sich ein Torwart rausreden. Ja. Macht er gut. Spielen Sie denn nächste Saison mit ihm zusammen? Ich gehe davon aus. Ja, Sie gehen davon aus. Bei Schalke
Bei Bayern oder in Manchester? Ich fühle mich unglaublich wohl auf Schalke. Ich habe außerdem noch Vertrag bis 2014. Das heißt heute nichts. Doch, für mich schon. Außerdem lasse ich mich von den Gerüchten jetzt nicht großartig tangieren. Ich denke, ich habe das auch so mit meinem Berater abgesprochen, dass ich von den möglichen Angeboten, die vielleicht im Moment rumkursieren, eigentlich nicht großartig beirren lassen möchte. Ich möchte da eigentlich wenig von erfahren. Ich möchte mich auf die letzten schwierigen Wochen auf Schalke konzentrieren. Und alles andere interessiert mich im Moment. Manuel Neuer hat heute gesagt, dass er sich entschieden habe. Und alle die, die es wissen müssen, kennen seine Entscheidung. Uns hat er zu denen nicht gezählt, die es wissen müssen. Das heißt, wir wissen nicht, wo er hingeht. Sie gehören zu denen, die es wissen müssen. Wohin geht er denn jetzt? Wissen Sie was? Selbst wenn ich es wissen würde, würde ich es natürlich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit sagen. Südlicher oder so? Keine Ahnung. Oder doch, andere Richtung. Ja. Ich meine, Sie haben Abitur, Sie haben, wie ich hörte oder las, Leistungskurs Mathe. Ich meine, Sie können rechnen. Ja. Was ist wichtiger, dass man sich in Schalke wohlfühlt oder dass das Konto Ruhe verspricht? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich. Wenn Sie schon so ein guter Mathematiker sind, womit rechnen Sie an der Torwand? Ich habe ein bisschen Schiss vor der Torwand, bin ich ganz ehrlich. Also doch schon wieder das Klima der Angst, jetzt ist Magath weg und jetzt, ich dachte, Sie könnten mir frei laufen. Da kommt der Druck aus der eigenen Mannschaft, glaube ich. Also, und zwar? Ja, die zwei Treffer wollen Sie mindestens sehen. Also. Zwei Treffer. Ja, das ist doch mal Vorgabe. Ja. Dann sage ich erstmal danke für den Besuch, dass Sie sich das angetan haben, weil das ist ja wirklich ein bisschen stressig gleich nach dem Spiel. Ja? Aber es ist super. Danke. Kompliment für die Leistung und wir hoffen, dass das international so weitergeht. Im Finale DFB-Pokal Duisburg auch machbar, obwohl muss man auch erst spielen. Und dann gleich Vorwand schießen und da können Sie natürlich auch dabei sein mittels YouTube.